Ja, hallo liebe Foodies, der Food Ninja grüßt euch hier und ich habe jetzt eher etwas, was ich schon, ja, in den letzten Tagen habe ich das ganz oft auf den anderen Food News Kanälen gesehen und zwar von Mr. Schock Milch und Cerealienriegel weiße Schokolade. Und ja, natürlich hat es jeder erkannt, dass ist der Kinder-Country-Klon von Lidl, also das nachgemachte Kinder-Country in anderer Verpackung und entschuldigt, mit weißer Schokolade. Und das Kuriose hierbei ist ja, dass es das Original Kinder-Country nicht in weißer Schokolade gibt. Also man hat hier eine Special-Sondersorte, die es so nicht gibt eigentlich, also die gibt es jetzt nur unter dem Label Mr. Schock bei Lidl. Und das ist kurios, aber auch interessant. Und ja, das musste ich natürlich testen. 9 Riegel sind in der Packung drinne. Genau. Ja, also bei Lidl gibt es eben auch die Standardsorte mit normaler Schokolade. Und ich werde das jetzt mal aufmachen. Genau, Kinder Country in weißer Schokolade. Genau, sieht aus wie so eine Tafelschokolade, also hier, ne, mit den einzelnen. Also ist gut portionierbar, das ist auf jeden Fall ganz gut. Ja, man hat sofort einen kräftigen, ganz typischen Geschmack von der weißen Schokolade. Und dann eben diese, ja, wie sagt man, Weizen Pops, was mich so ein bisschen hier an, ja, an hier von Kellogg's erinnert. Super, super fluffig, super soft. Ich würde sagen, dass die Weizenpops hier vielleicht ein bisschen untergehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Beim Original mit der dunklen Schokolade, also nicht, ist ja keine dunkle Schokolade, mit der normalen Vollmilchschokolade. Da kommen die Pops irgendwie besser zur Geltung. Das ist halt, weil diese weiße Schokolade vielleicht ja einen sehr kräftigen Geschmack hat und sehr milchig und das vielleicht ein bisschen überdeckt, aber in der Kombination weiße Schokolade mit diesen Pops, das ist einfach richtig lecker. Ist genau mein Ding. Also ich weiß nicht, bei mir ist es ja immer so, dass wenn ich zu viel weiße Schokolade, also ich kann immer nur so eine bestimmte Menge von weißer Schokolade essen, dann wird es irgendwie komisch, dann finde ich es irgendwann eklig. Und von daher weiß ich nicht, ob ich mir jetzt einen ganzen Riegel, also ein ganzer, ja, ein Riegel, ja gut, wird vielleicht noch gehen, aber das ist dann für mich, für meinen Geschmack auch schon viel. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig lecker. Eine coole Kombination und richtig cool, dass es das jetzt so gibt bei Lidl. Und mich wundert es halt, dass es das nicht vom Original gibt. Aber ihr wisst ja Bescheid. So auf jeden Fall erhältlich und auf jeden Fall meine Empfehlung. Also ich finde es richtig lecker und empfehle das hier White Shock, den Schokoriegel in Weiß. Ja, macht's gut, lasst ein Like da und schaut auch wieder rein beim nächsten Video oder auf Instagram, wo auch immer. Bis bald!